Herzlich willkommen zu unserer nächsten Gesprächsrunde. Ich begrüße Hans-Dieter Wesuwa, Geschäftsführer von Fujitsu Siemens Deutschland. Guten Tag. So, Herr Wesuwa, Green IT ist ein Fokus auf der diesjährigen CeBIT. Für Fujitsu Siemens ist das Thema nicht neu. Sie haben sich das schon länger auf die Fahne geschrieben. Ja, ich sag mal, die Green ist ja jetzt im Moment so ein bisschen das Hype-Thema geworden. Und man kann sicherlich darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Der ein oder andere wirft einem vor, das macht er nur, um mehr zu verkaufen. Ich habe viel Wald zu Hause, ich mache das aus eigener Überzeugung. Ich glaube einfach, je mehr man drüber redet, desto mehr rückt es auch in den Mittelpunkt der Köpfe. Wenn man nicht drüber spricht, dann beschäftigt sich auch niemand damit. Und wir als Unternehmen, ich meine, vor 10 Jahren haben wir angefangen mit bleifreiem Löten und Wiedervermarktung und Restwerte und ich weiß nicht was alles. Ich glaube, wenn wir irgendwo ein Stückchen unserer Wurzeln als deutscher Hersteller sehen da drin, dann haben wir uns schon lange damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, auch reif, dass die Anwender und auch die Partner sich damit auseinandersetzen. Für welche Produkte und für welche Kundengruppen spielt das Thema denn wirklich eine Rolle beim Kauf? Eigentlich für alle. Also für den Datacenter-Betreiber, der das Thema hat mit Stromversorgung, ja, und Kühlung, aber bis hin zum privaten Gebrauch, weil letztendlich jeder sich darum kümmert, dass er irgendwo seine Kosten im Privathaushalt in den Griff bekommt. Und ich kenne im Moment keinen, der nicht über die Stromkosten philosophiert. Und eins ist sicher, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, es wird nie wieder billiger. Das heißt, man kann dem Problem nicht ausweichen, sondern muss sich dem stellen. Und damit fängt man an, sich das erste Mal damit auseinanderzusetzen. Und schauen Sie, wir haben vor 14 Tagen eine Studie in Auftrag gegeben, durchgeführt von der Forsa-Gruppe, repräsentativ in Deutschland befragt, Menschen über 18 Jahre, wie wichtig ist denn das Thema aus der persönlichen Wahrnehmung heraus jetzt. Ja? Und nach Bildung wird das als zweitwichtigstes Thema Umweltschutz heute genannt. Ich glaube, da können wir auch stolz sein auf uns im Land, weil es gibt genügend andere Länder, die da noch nicht das Momentum drauf haben. Ich rede von den Bürgern. Ja, und ich glaube, das ist ein Thema, was uns in Europa ganz gut zu Gesicht steht, dass wir mit unserem Wohlstand, aber auch mit unserem Wissen und unserem Reifegrad als Gemeinschaft und Gesellschaft hier eine Vorreiterrolle einzunehmen haben. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen verblüfft, aber auch ehrlich erfreut, dass die Menschen das so positiv annehmen und sagen, ja, das ist ein Thema, das beschäftigt mich, da möchte ich mehr drüber wissen. Und immerhin 70% können mit dem Begriff Green IT etwas anfangen. Also es gibt genügend andere Dinge, die weit, weit weg waren für unsere Konsumenten. Und für die ist das heute ein Thema. Dass das Thema Green IT im Bewusstsein der Bürger inzwischen angekommen ist, ist eine Sache. Die andere Sache ist, geben die Kunden dafür Geld aus? Ist Green IT ein Verkaufsargument wie Preis, Ausstattung, Design? Zahlen Kunden dafür mehr oder sind sie zumindest bereit zu akzeptieren, dass so ein Gerät nicht noch preisgünstiger wird? Schwierige Frage. Wir haben sie gestellt auch in den Interviews und haben die Menschen gefragt, wer denn bereit dafür mehr Geld auszugeben. Und haben auch nach Preisen gefragt da drin. Immerhin mehr als 2/3 haben auch gesagt, ja, wir würden dafür mehr bezahlen und haben auch einen Preis genannt. Ich nehme das jetzt mal als Indikator nur. Ich sage jetzt nicht, das ist der Grund dafür, um 10, 20, 50, wie viel auch immer Euro teurer zu werden. Ich nehme das als Indikator dafür, weil es auch in anderen Branchen funktioniert. Ja, also auch in der Automobilbranche ist man bereit dafür, bei Lebensmitteln ist man bereit dafür, ja, selbst bei Möbeln ist man bereit dafür, für bestimmte Themen einfach auch mehr Geld zu bezahlen, wenn es denn auch umgesetzt wird. Und die Nachhaltigkeit, die ist von den Herstellern sicherzustellen, absolut, aber der Konsument ist grundsätzlich dafür bereit, sein Schärflein dazu beizutragen. Das klingt ja sehr positiv für den Handel zumindest. Was kann der Handel tun, um dieses Thema für sich zu nutzen? Dem Kunden das wirklich aktiv vermitteln, natürlich nicht warten, bis danach gefragt wird. Was kann er noch tun? Ich glaube, das stellt auch ein Differenzierungsmerkmal dar. Es gibt heute Produkte, nicht nur von uns, die wirklich deutlich weniger Strom verbrauchen, bei denen keine Kinderarbeit eintritt, bei denen Umweltgifte minimiert werden und so weiter und so weiter. Der Partner heute im Vertrieb
kann da durchaus schon auf ein bestimmtes Portfolio zurückgreifen und seinem Kunden ganz gezielt sagen, das ist etwas, was heute nach dem jetzigen Stand der Technik eine Möglichkeit ist, um ich sag mal, der Kostenfalle, aber auch im Sinne des Umweltschutzes etwas zu tun. Das gibt es. Nicht für alle Sachen leider. Ja, wir haben auch noch ein paar physische Grenzen an der einen oder anderen Stelle, aber es gibt welche. Ich denke da zum Beispiel an dieses wunderschöne Patent, was wir gerade angemeldet haben, dass ein Monitor heute, wenn Sie durch die Bürohallen gehen, im Standby immer vor sich hin brummt irgendwo. Und wenn es nur 5 Watt sind. 5% der deutschen Haushalte, also der Gesamtstromverbrauch, 5% davon in Deutschland werden durch Standby-Geräte ausgelöst. Und das Patent, was wir hier geschaffen haben, ist, dass ein Monitor tatsächlich im Standby automatisch auf 0 Watt runterfällt. Das könnte man eigentlich auch bei Notebooks machen, wäre die logische Konsequenz. Allerdings müssen Sie die Stromversorgung, also das Power Supply und die Logik zusammenbringen. Also die Intelligenz muss ja dabei sein. Und bei allen Notebook-Herstellern ist mittlerweile das Netzteil rausgewandert, wie auch übrigens bei WLAN-Routern, bei Faxgeräten, bei Druckern und ich weiß nicht was alles. Und dadurch entzieht man sich dieser Möglichkeit, das technisch im Moment lösen zu können. Aber ich bin mir ganz sicher, dass sowohl der Gesetzgeber hier anfangen wird zu handeln, als auch die Technik hier handeln wird, weil das ist ein Verkaufsargument mit. Und es bringt definitiv etwas als Mehrwert, ohne dass es wirklich Mehrwert kostet. Das sind praktische Argumente, die man mit Sicherheit im Verkauf auch nutzen kann. Also gute Aussichten für den Handel, da auch Geschäfte mitzumachen. Absolut. Also das ist ja nur ein Teil. Ja. Ich denke an andere Dinge wie Stromsparen beim Server. Sie wissen, wir haben vor mehreren Monaten dieses Thema dort mit einer Maschine belegt, die heute im Weltmarkt absolut führend ist, was den minimalistischen Stromeinsatz da betrifft, gibt heute noch keine andere Maschine, die da ranreicht. Solche Dinge werden mehr und mehr kommen und sie bieten für den Handel Differenzierungsmöglichkeiten wie auch für den Hersteller. Und mir gefällt es, wenn wir Differenzierungsmerkmale finden, die unsere Partner auch zu ihren Kunden tragen können. Vielen Dank, war sehr aufschlussreich das Gespräch und ich hoffe, dass auch die Handelspartner davon profitieren werden. Dankeschön. Ich danke Ihnen auch.